Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Wir kennen den Spruch zum Beispiel, dass digitale Dienste, über die man zu Hause Videos und Filme schaut, Musik hört, E-Books liest, Spiele zockt, im Ausland nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Viele Dienste blockieren nämlich den Zugriff aus anderen Ländern oder bieten dort weniger oder andere Inhalte an als im Heimatland der Nutzerinnen und Nutzer. Geoblocking nennt sich das Ganze in der Praxis, bei vielen immer wieder für Ärger und Unverständnis sorgend. Eine neue EU-Verordnung soll jetzt hier Abhilfe schaffen und Geoblocking zumindest europaweit beenden. Wer davon profitieren wird und warum es zur vollständigen Abschaffung des Geoblockings immer noch ein ziemlich weiter Weg ist, das wollen wir jetzt klären mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Herzlich willkommen, lieber Volker. Hallo. Volker, dann lass uns doch mal für diejenigen, die jetzt in Sachen Geoblocking vielleicht noch nicht so mega fit sind, nochmal kurz klären, was genau ist es, wie funktioniert's? Ja, Geoblocking, das sind sogenannte Ländersperren. Das heißt also, dass Inhalte, Online-Inhalte, die in einem Land verfügbar sind, in anderen Ländern unverfügbar gemacht werden. Also ich kann zum Beispiel auf bestimmte Inhalte, die in Deutschland verfügbar sind, aus dem EU-Ausland nicht zugreifen. Oder ich kann nur in veränderter Form drauf zugreifen. Also mir werden andere Inhalte dargestellt. Diese Technik nennt sich Geoblocking, ist relativ weit verbreitet, aus Gründen, auf die wir vielleicht auch gleich noch kommen werden. Und meistens macht man das eben anhand oder geschieht das anhand der IP-Adresse. Die IP-Adresse, die jeder hat, der sich im Netz bewegt, daran kann dann der Anbieter sehen, aus welchem Land ich zugreife und dementsprechend eben diese Blockaden installieren. Gut, also jetzt an einem Beispiel zum Beispiel, ich fahre ins europäische Ausland, nach Tschechien, keine Ahnung, möchte dort meinen Netflix-Account aufmachen, weil ich die tschechischen Fernsehsender nicht verstehe und stelle dann fest, oh, mein deutscher Account funktioniert das hier gar nicht. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ganz genau, das ist so das typische Beispiel, was wahrscheinlich auch die meisten kennen. Man hat irgendein Video on Demand, irgendein Streaming-Portal, möchte gerne und hat da einen Account, ist da ganz normal registriert als Nutzer und stellt dann auf einmal fest, im EU-Ausland kann ich das Ganze nicht nutzen. Mhm. Wie kommt überhaupt, dass es so ein Geoblocking gibt? Warum kommt es zum Einsatz? Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Da muss man ein bisschen drauf gucken, was für ein Geoblocking es ist. Ne? Mhm. Es gibt teilweise hat es politische Gründe, ne? Beispielsweise in so Ländern wie China, wo dann eben den Chinesen der Zugriff auf bestimmte Seiten regierungsseitig verwehrt wird, weil man das nicht möchte. Es kann aber eben auch Gründe haben, dass man zum Beispiel differenzieren möchte danach, aus welchem Land ein Kunde kommt für einen Online-Shop, ja, und dann eben andere Preise anbieten für unterschiedliche Länder. So, und der wichtigste Grund aber, um den es jetzt hier eigentlich auch geht, sind urheberrechtliche oder lizenzrechtliche Gründe. Mhm. Ja, also grundsätzlich gilt oder für urheberrechtliche Inhalte gilt immer das Urheberrecht in dem Land, in dem diese Inhalte verfügbar gemacht werden. Das ist das sogenannte Schutzlandprinzip. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt von Deutschland aus sende, in Anführungsstrichen, und die Inhalte im europäischen Ausland verfügbar sein sollen, dann brauche ich eigentlich als Sender eine urheberrechtliche Lizenz für jedes einzelne Land, in dem das Ganze verfügbar ist. Okay. So, und wenn ich diese Lizenz jetzt erstmal nicht habe, dann darf ich dahin eigentlich auch nicht senden. Und um dann zu verhindern, dass hier so urheberrechtliche Verstöße eintreten, macht man eben diese Geoblocking-Maßnahmen und zieht diese künstlichen digitalen Grenzen hoch. Mhm, gut, also das würde jetzt zum Beispiel auch große Sender, öffentlich-rechtliche Sender zum Beispiel treffen, ARD, ZDF. Mhm. Wenn ich jetzt im Ausland mir die ARD-Mediathek anschauen möchte, kriege ich auch Probleme. Genau, ja, das geht nicht. Ne? Genau aus dem Grund ist das auch geblockt. Wenn, dann kann ich sowas tatsächlich nur machen, indem ich es umgehe, beispielsweise durch ein VPN, durch einen Proxy oder durch einen Tor-Browser und dann quasi dem Server in Deutschland vorspiegle, dass ich aus Deutschland darauf zugreife. Mhm. So ist die Situation bisher. Mhm. So, jetzt hast du gerade schon, oder wir haben gerade schon gesagt, es gibt jetzt also eine neue Verordnung, beziehungsweise soll es die geben. Sie ist jetzt gerade in der Mache oder steht kurz vor dem Abschluss. Was besagt denn jetzt diese Verordnung? Genau, die sogenannte Portabilitätsverordnung der EU, die soll eben das Geoblocking nicht gänzlich abschaffen, aber speziell für so Online-Dienste, Medien-Online-Dienste, sagen wir mal, verringern. Ja? Mhm. Speziell für Bezahldienste, also sowas wie Netflix, Sky, Spotify, soll dieses Geoblocking in Zukunft verboten sein. Die sollen das also hier nicht mehr machen, innerhalb von Europa, innerhalb der EU. Und für nicht bezahlte Dienste, wie also beispielsweise die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender, soll diese Verordnung grundsätzlich nicht gelten, aber die können sich sozusagen freiwillig
freiwillig auch dieser Verordnung unterwerfen, müssen dazu allerdings sicherstellen, dass nur berechtigte Personen auf ihr Angebot zugreifen. Okay, ja? Was dann aber natürlich auch schon wieder gewisse Schwierigkeiten birgt, weil wie macht man's? Genau, das würde nämlich heißen, bisher kann ich also als jemand aus Deutschland beispielsweise auf die Mediatheken einfach so zugreifen, theoretisch anonym, also nur mit meiner IP-Adresse. Aber wenn das in Zukunft aus dem Ausland möglich sein soll, dann müssten die Sender nach dieser Verordnung hingehen und tatsächlich schauen, wer ist denn das jetzt genau, wer da drauf zugreift. Also ich müsste mich vorher irgendwie registrieren und auch ausweisen. Das heißt, auf einmal wissen die, wer greift ganz genau darauf zu. Und das wiederum eröffnet natürlich eine Menge datenschutzrechtlicher Probleme. Dann ist nämlich auf einmal wieder trackbar, was ich mir genau anschaue. Und das kann eben genau einer Person zugeordnet werden. Und da sozusagen, das ist so ein bisschen der Haken an der ganzen Sache. Jetzt könnte man ja schon wieder böse Zunge spielen und sagen, ist das nicht vielleicht sogar auch dann gewollt, dass man hier datenschutzrechtlich wieder ein bisschen Dinge öffnen will? Na, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das hat eher damit zu tun, dass, sagen wir mal, das Urheberrecht in Europa der digitalen Realität immer noch hinterherhängt. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, es gilt dieses sogenannte Schutzlandprinzip. Wir haben eben in Europa kein einheitliches Urheberrecht, sondern wir haben in 28 Ländern 28 verschiedene Urheberrechte. So, und solange wie das so ist, werden wir auch immer dieses Problem haben, dass wir nicht einfach flächendeckend in Europa Inhalte verfügbar machen können, sondern dass eben immer diese urheberrechtlichen Probleme bestehen mit dem Schutzlandsprinzip, dass man für jedes einzelne Land eine eigene Lizenz benötigt. So, und das heißt, da müsste man eigentlich ansetzen an der Stelle und wirklich ein europaweit einheitliches Urheberrecht schaffen. Und dann wären diese digitalen Grenzen eben tatsächlich nicht mehr da und es gäbe auch überhaupt kein Bedürfnis mehr für diese Art von Geoblocking. Aber wenn es jetzt so einfach wäre, warum macht man es dann nicht? Warum sagt man nicht, genau wie du es eben vorschlägst, lasst uns doch dann gleich was Richtiges anpacken und nicht jetzt wieder nur Einschränkungen, nur Bezahldienste, nur für bestimmte Geschichten. Warum macht man also sich so schwer? Die Portabilitätsverordnung ist sozusagen ein kleiner Baustein in der EU-Urheberrechtsreform, die momentan läuft und die auch noch die nächsten Jahre laufen wird. Also wir sind so ein bisschen auf dem Weg dahin. So, aber so eine Reform ist natürlich auch immer ein Kampf unterschiedlicher Lobbyinteressen. Und wer hat besonders großes Interesse daran, dass er Lizenzen für jedes einzelne Land verkaufen darf? Natürlich diejenigen, die Rechteinhaber an den Inhalten sind. Denn je mehr Lizenzen sie verkaufen können, desto mehr können sie diese Inhalte mehrfach kommerzialisieren. Und genau da liegt eben das Interesse. Das heißt, es gibt ein gewisses Interesse daran, diese Grenzen, ein ökonomisches Interesse daran, diese Grenzen beizubehalten. Und es gibt eben auf der anderen Seite auch Leute wie uns zum Beispiel, die sagen, mach diese Grenzen doch weg. Das entspricht doch viel mehr dieser grenzenlosen Natur des Internet. Ja? Und das ist eben so ein Lobbykampf, der jetzt über die nächsten Jahre ausgefochten werden wird. Und da wird man eben sehen, wo das dann tatsächlich hinführt. Insofern ist jetzt diese Portabilitätsverordnung halt ein erster, durchaus auch nicht ganz falscher Schritt, aber eben bei Weitem noch nicht ausreichend. Ja. Gut, also zusammenfassend nochmal, ab wann soll das denn in Kraft treten? Weiß man das schon? Wenn ja, genau. Jetzt also die Portabilitätsverordnung soll so Anfang Januar, also Januar 2018, Anfang 2018 soll das Ganze in Kraft treten. Und die weiteren Schritte eben der EU-Urheberrechtsreform, die werden sich allerdings noch deutlich länger hinziehen. Okay, gut. Und das heißt jetzt für uns ab Januar 2018 würde das jetzt vielleicht nochmal an einem Beispiel bedeuten? Ja, das würde eben bedeuten, wenn man dann in den Urlaub fährt, ins europäische Ausland oder vielleicht sogar, wenn man auch mal ein Auslandssemester hat, also vorübergehend im europäischen Ausland ist, dann kann ich sozusagen meine Bezahlabos, die ich habe im Internet, die kann ich mitnehmen in den Urlaub. Gut. Alles klar. Volker Tripp war das hier von der Digitalen Gesellschaft zum Geoblocking. Wer sich über dieses Thema noch ein bisschen genauer, ein bisschen mehr informieren möchte, kann es natürlich tun. Es gibt im Internet doch gehörig Links und sicherlich, Volker, auf eurer Seite auch nochmal der Digitalen Gesellschaft. Das wäre wahrscheinlich das Günstigste, dort sich nochmal umzuschauen. Ich sage erstmal Dankeschön, dass du hier warst. Gerne. Und wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.